Jo, was geht ab? In diesem Video sprechen wir jetzt darüber, was du tun solltest, wenn bei dir die Lernphase eingeschränkt ist und ob das Ganze überhaupt ein Problem für dich darstellt. Ja, ich habe diese Frage jetzt in den letzten 3 Tagen, ich glaube, viermal gestellt bekommen. Also scheinbar ist das etwas, was ja einige von euch interessiert und deshalb möchte ich dieses Thema jetzt hier in diesem Video behandeln. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, gib dem Video mal gerne einen Daumen hoch, lass ein Abo da, damit du keine weiteren Videos zum Thema Facebook Ads und Marketing generell hier auf diesem Kanal verpasst. Also, was solltest du tun, wenn die Lernphase eingeschränkt ist? Als allererstes solltest du dich fragen, ist die Kampagne, die du aufgesetzt hast, neu? Ja? Oder beziehungsweise in dem Fall die Anzeigengruppe, ist die neu? Denn da ist es dann häufig so, wenn du ein etwas geringeres Budget hast, geringeres Tagesbudget, dass Facebook da auch häufig schnell sagt, okay, Lernphase ist eingeschränkt. Wir haben hier jetzt ein Budget von 100 Euro, 100 Euro am Tag. Und ja, hier ist genau das vorgekommen, obwohl wir hier, ich weiß jetzt gar nicht, 22 Euro pro Verkauf haben, ja, obwohl da wird es dann für Facebook schwer auf diese, ich sag mal, auf diese 50 Euro, 50 Conversions pro Woche. Denn das ist es ja, was Facebook uns da immer vorgibt oder uns empfiehlt. 50 Conversions pro Woche, dann kann Facebook vernünftig optimieren. Ja, allerdings ist es so, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Ja, viele fragen sich dann nämlich an der Stelle, okay, soll ich hier jetzt, weil ich diese 50 Conversions in der Woche oder respektive 7 Conversions am Tag nicht erreiche, soll ich da dann umstellen auf Traffic? Und meine Empfehlung ist da ganz eindeutig, nein, nicht umstellen auf Traffic, ja? Weil Conversion-Kampagnen schlagen Traffic-Kampagnen immer, ja, immer. Es stellt nämlich für dich ein Problem dar, also wenn die Lernphase eingeschränkt ist, stellt es nur dann ein Problem dar, wenn du wirklich so, ich sag mal, alle 5 Tage jetzt irgendwie eine Conversion erzielst, ja. Dann stellt es ein Problem dar. Wenn du aber am Tag zum Beispiel so, ich sag mal, 2 bis 4 Conversions, also nicht diese 7 Conversions, sondern diese 2 bis 4, das ist hier nämlich im Moment bei dieser Kampagne, dann stellt das erstmal kein größeres Problem für Facebook dar. Klar, es ist jetzt im ersten Fall nicht ideal, aber es stellt auch kein größeres Problem dar, weil Facebook weiß trotzdem bei diesen 2 bis 4 Conversions am Tag, okay, wer gehört da zu deiner Zielgruppe? Facebook kann trotzdem vernünftig optimieren. Auch an der Stelle wieder der Hinweis, natürlich wird es dann Tage geben, da wirst du dann, ja, wenn du nur 2 bis 4 Conversions am Tag im Schnitt machst, dass du da auch mal Tage hast, wo du 0 Conversions hast, nochmal 0 und dann geht es wieder hoch. Also das ist ja generell bei Facebook jetzt so, dass diese dann da dann eben schwankend sind. Aber wie gesagt, wenn die Lernphase eingeschränkt ist, ist es erstmal kein größeres Problem, solange du noch genügend Conversions machst und vor allem eben auch dann, solange du profitabel bist, ja. Ich meine, hier in dieser Kampagne jetzt, wir könnten hier jetzt ganz problemlos auf 200, 300 und so weiter hochskalieren, aber ich habe es im letzten Video schon gesagt, wir bessern im Moment noch verschiedene Sachen aus, im Hintergrund, aber auch auf der Salespage und so weiter und so fort. Und bevor wir da wirklich die hohen Budgets Richtung 1000 Euro, 2000 Euro, 3000 Euro pro Tag fahren, müssen erstmal, also ist uns das zumindest wichtig, dass diese Sachen da dann optimiert sind. Das jetzt aber nur so nebenbei. Also, wie gesagt, falls die Lernphase eingeschränkt ist, stellt es erstmal kein größeres Problem dar. Du kannst dann aber auch trotzdem 2 Sachen tun, ne? Gut, du kannst noch ein paar mehr Dinge tun, aber ich beschränke das hier mal auf 2 wesentliche Punkte. Und zwar einmal kannst du die Anzeigengruppe vergrößern. Das heißt, wenn du jetzt eine Anzeigengruppe von zum Beispiel eine Lookalike-Audience von 0 bis 1% hast, dass du die dann vergrößerst auf zum Beispiel 3 bis 5%, ja? Je nachdem. Da musst du dann natürlich selbst aber auch schauen, ist die Anzeigengruppe, die du da hast, wirklich zu klein? Ist es dann für Facebook schwierig, in dieser Anzeigengruppe die richtigen Leute zu finden? Und ist es dann in dem Fall vielleicht sinnvoll, die Anzeigengruppe zu vergrößern? Das kann in vielen Fällen nämlich der Fall sein. Ja, das kann in vielen Fällen sinnvoll sein, dass du das da dann machst, dass du die Anzeigengruppe vergrößerst. Ja, was mir aber häufig eben auch auffällt, ist, wenn Facebook da sagt, okay, Lernphase eingeschränkt. Es ist jetzt einfach nur ein Gefühl von mir, aber dass Facebook da dann will, dass wir einfach mehr Budget ausgeben, ja. Wir sagen, hey, Lernphase eingeschränkt, du kannst das, das, das und das tun. Und es ist dann häufig, läuft es dann eben darauf hinaus, dass man mehr, dass man ein höheres Tagesbudget wählt, ja. Das muss aber in vielen Fällen einfach nicht sein. Ja, das ist in vielen Fällen einfach nicht notwendig. Da musst du dann natürlich, wie gesagt, für dich selbst so abwägen. Also, sag mal, meine Faustformel ist, wenn du 2 bis 4 Conversions trotzdem am Tag machst und die Lernphase dann eingeschränkt ist, kein größeres Problem. Später sollte es so oder so in die Richtung gehen, dass du da dann weiter hochskalierst. Okay, ist natürlich auch abhängig vom Business. Wie gesagt, wenn du jetzt aber eine Conversion alle 5 Tage machst, dann wird es problematisch. Aber dann hast du generell ein Problem mit deinen Facebook-Ads, weil
ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mit einer Conversion alle 5 Tage kannst du nicht wirklich profitabel sein. Ja? Change my mind. Ne? Also ihr könnt es auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das jetzt anders seht. Aber wie gesagt, mit einer Conversion alle 5 Tage ist so oder so für Facebook dann sehr, sehr schwer, da dann zu optimieren. Ja, da könnte es dann vielleicht sinnvoll sein, auf Traffic umzustellen. Das könnte man sich fragen, aber ja, auch da ist dann die Frage, wie sinnvoll ist das? Weil, wie gesagt, Conversion-Kampagnen schlagen Traffic-Kampagnen immer, denn bei Conversion-Kampagnen gibst du Facebook eben ein glasklares Ziel vor. Eine Sache wollte ich jetzt noch zum Budget sagen, und zwar, wenn du jetzt wirklich ein geringes Budget nur zur Verfügung hast, ja, dann ist es natürlich generell schwer, mit Facebook-Ads da dann eben profitabel zu sein, wenn du jetzt ein Budget von, ich sag mal, unter 20 Euro hast. Ja, da kannst du dir mal selbst ausrechnen, also ein Klick bei Facebook, der kostet dich im Schnitt so 70 bis 80 Cent. Ne? Wenn man es gut anstellt, auch weniger. Wenn man es nicht so gut anstellt, kann es auch mal mehr kosten. Ja, aber so ungefähr damit kannst du rechnen. Und wenn du jetzt auf deiner Seite, ne, die Conversion Rate, kannst du dir mal selbst ausrechnen. Aber wenn die jetzt zum Beispiel bei 2% liegt, ja, dann kannst du dir selbst ausrechnen, wie lange es überhaupt dauert, bis da eine Conversion bei Facebook stattfindet. Ja, deswegen also. Lernphase eingeschränkt ist abhängig von vielen, vielen Dingen. Aber deswegen wollte ich das hier jetzt mal im Detail mit dir besprechen, die einzelnen Punkte mit dir besprechen, dass du das Ganze so gut wie möglich nachvollziehen kannst jetzt hier an der Stelle. Also, alles klar, das war's zum Thema Lernphase eingeschränkt. Hast du dazu irgendwelche Fragen? Schreib sie mir gerne unterhalb des Videos in die Kommentare, dann können wir darauf eingehen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, geholfen hat, gib gerne einen Daumen hoch, lass ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, hau rein. Ciao.